Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soma. Ja, hier ist letztes Mal stehen geblieben und in der letzten Folge war ich ein bisschen verzweifelt. Aber jetzt habe ich eine Ahnung, was wir machen können. Also ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Und zwar einmal, denn hier bei den Karl haben wir ja diesen Ausweis und da steht eine ID 0722. Das können wir jetzt verwenden. 0722. Gut, dann hier. So, ändern 0722. Okay, eingeloggt als Karl Samken. Gut, jetzt haben wir uns eingeloggt. E-Mail. Hier haben wir eine E-Mail. Stromstruktur wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seidenen Faden hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es dann wahrscheinlich gewesen. Wir sind weg, Karl. Ja, dann senden wir das einfach mal. E-Mail nicht gesendet. Verbindung konnte nicht. Okay, ja, wir können das also nicht senden. So gesendet haben wir nichts. Posteingang haben wir auch nichts. Power Manager. Kommunikationsraum. Lösung gefunden. Also zu wenig Strom. Lösung gefunden. Schalten Sie einen der hervorgehobenen Sektionen ab, um den Strom zur Kommunikationszentrale herzustellen. Okay. Ups, falscher Knopf. Dann komme ich da auch irgendwie zurück. Stromflussregler. Zu wenig Strom. Keine Lösung gefunden. Lager kann ich anmachen. Fabrik. Geht nicht. Geht auch nicht. Ich lasse Stromflussregler einfach mal an. So, denn ich... Wir können jetzt den Strom auf UC machen. Zack. Oh ja, das scheint Karl nicht sehr gut zu tun. Sorry, Karl. Komm nicht wieder vor. Dann zack. Und Kommunikationszentrale an. Ist ja wundervoll. Okay, aber davor sollte ich mal zurück ausloggen, damit niemand anders reingeht. Denn nachher geht noch das Monster rein und das wollen wir ja nicht. Zack. Sehr schön. Tschüss. Geh wieder zu. So, was haben wir hier denn? Defekte Daten gefunden. Dateien wiederherstellen. Okay. Wir stellen mal die Dateien wieder her. Partile-Datei Wiederherstellung erfolgreich. Was haben wir hier denn für Dateien? Okay, da haben wir noch was. Junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Okay, und da haben wir dann noch die letzte. Am 4.5.2103 um 14.11 Uhr. Okay, mehr haben wir dann nicht zum Anhören. Ist ja sehr super. Was haben wir hier? Ja, irgendwas. Irgendwas Interessantes. Komm, wir stecken mal unseren Finger wieder da rein.
auch wenn wir schon geheilt sind. So, weil das ist ja kostenlos und das ganze Teil stürzt ab. Oh, da pinkelt wieder jemand auf uns. Ist wahrscheinlich Gott. Der pinkelt auf uns. Hallo. Okay, was haben wir hier denn? Ein Knöpfle. Ah, noch ein Pin. Luma, Link unterbrochen. Manuelle Eingabe erforderlich. Standorte 2201Y99 Meter. Aha. Ist es vielleicht eins von denen? Nicht aufrufbar. Okay. Okay. Aha. Hallo. Muss ich das irgendwie richtig... Ich muss es, glaube ich, an den richtigen Standort, damit es deutlicher ist. Ah, schon besser. Nein, da war's. Da ist noch ein kleines Rätsel. Oh, verbunden. Verbindung. Linkfehler. Was ist hier? Verbunden, können wir dann noch was machen? Da können wir zurück. Dann machen wir 2203. Ah, noch was. Anderes. Das ist was anderes. Ein anderes Zeichen. Wie lange... Oh, wir haben es. Zeichen hat mich irgendwie an Assassin's Creed erinnert. Hey, Stadt Lambda. I found the dome ceiling. Oh, that's better. Ah, jetzt sind wir Simon, im Kommunikationsraum. Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting. Sort of. I don't know. Uh-oh. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Was zur Hölle? How do I get there? Okay. Da haben wir ein paar Sachen, die ich jetzt leider nicht lesen kann. Was zur Hölle? Shit, shit, shit. Where do I... Where should I... Oh, fuck! Miep. Hallo? Ist es geplant? Sind wir jetzt tot? Blub, blub, blub. What? What the hell? Wir leben und sind unter Wasser. How is this possible? Haben wir einen Tauchanzug an? Was zur Hölle? This is insane! Das ist sehr verrückt. Wir haben jetzt plötzlich einen Anzug an. Ich verstehe gar nichts. Das da können wir nicht mehr benutzen. Komm, der Hebel ist kaputt. Oder das Hebel, oder die Hebel, oder wir Hebel. Hoppala. Ja, gut. Können wir hier irgendwas lesen? Nö. Aber komisch, dass die Papiere hier noch ganz sind. Das ist etwas komisch. Oh. Oh Mann. Das macht mir irgendwie Angst jetzt. Das kommen auf einmal Haie, das wär's. Los. Oh, wieso gucken wir auf den Boden? Jetzt kommt bestimmt was. Nö.
Das ist gerade sehr komisch. Fischis! Fischis! Oh Mann. Das macht mir gerade irgendwie Angst. Was sind das denn für Pilze hier? Find the shuttle to Lambda. Ja, wir finden den Shuttle nach Lambda. Können wir hochschwimmen? Nein, wir können nur springen. Schwimmen können wir leider nicht, haben wir nie gelernt. Ich sehe rote Lichter, die machen mir Angst. Oh Mann. Open. Das geht natürlich nicht auf. Oh Mann, das macht mir Angst hier. Fischis. Kommen wir hier hoch? Nein. Oh Mann. Los. Schnell, geh hier hoch. Oh Mann. Los. Ich will hier hoch gerne. Nö, will nicht. Und es leckt gerade ein bisschen. Einen Augenblick. Ich mach mal schön was. Oh Mann. Ich habe Angst, dass jetzt was kommt. Was zur Hölle? Was soll das sein? Boom. Ist das ein Flugzeuglandeplatz? Hubschrauberlandeplatz? Sieht so irgendwie ein bisschen so aus. Das sind rote Lichter. Ich will irgendwie nicht zu den roten Lichtern hingehen. Kommen wir da irgendwie hoch? Ich habe Angst, dass plötzlich ein Hai oder so kommt. Die Lichter gehen an. Ist ja eine tolle Bedienung. Ist ja ein tolles Service. Oh Mann. Ich habe Angst. Ich will da nicht lang. Das macht mir Angst. Ich will lieber hier hoch. Nö. Funktioniert nicht. Wir müssen da lang. Da hinten sehe ich was. Das ist bestimmt das Monster. Oh Mann. Was haben wir hier? You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The field. I had to leave. Call with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Okay. Boah, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Aber gut, ich würde sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Und ja, in der nächsten Folge schauen wir, wie es weitergeht in Unterwasser. Ja, die Folge ist etwas kürzer. Aber das Spiel ist auch etwas gruselig. Es ist sogar noch gruseliger geworden. Ja, aber ich hoffe, euch hat trotzdem gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar und ein Abo. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis